Haben Sie den Verlust schon gemeldet? Nein, das hat ja wohl auch keinen Zweck. Weshalb nicht? Es gibt doch Fundbüros. Na und, glauben Sie, dass jemand den Karton dort abgibt? Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Was war nun wirklich in dem Karton, Fräulein Schröter? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Blaue Sandaletten. Ach ja, richtig. Haben Sie das, Peters? Ja. Sandaletten mit 2 T. Oh, vielen Dank. Herr. Wir werden Ihre blauen Sandaletten suchen, Fräulein Schröter. Das ist nett von Ihnen. Bis wir sie gefunden haben, darf ich Sie bitten, unser Gast zu sein. Sie und Ihr Freund. Ja, aber hören Sie mal, das... Ja, ich höre. Das können Sie doch nicht mit uns machen. Das ist Freiheitsberaubung. Dazu haben Sie kein Recht. Ich habe vor allem die Pflicht, einen Mord aufzuklären, einen Raubmord, Fräulein Schröter. Ihr Verlobter wurde mit dem Opfer am Tatort angetroffen. Er versuchte zu fliehen. Die Beute ist zwar verschwunden, aber kurz vor dem Alarm rannten Sie mit einem Karton auf und davon. Und diesen Karton hat er Ihnen in der Ladentür übergeben. Und nun ist der Karton auch verschwunden. Liegen geblieben in einem Autobus. Sie werden zugeben, dass unser Verdacht nicht ganz unbegründet ist. Aber das ist doch alles nur ein Irrtum. Ein unglückliches Zusammentreffen. Möglich, wir werden es prüfen. Wenn Sie uns helfen, dann geht es schneller. Junger Mann. Herr Kommissar. Fahren Sie mit Peters und den beiden ins Präsidium. Ich komme nach.